Das schaut lustig aus. Was die für große Pfoten haben. Na du, Haschpapi. Ich habe ein paar Haschpapis dabei sogar. Schöner Kerle bist du. Ja, das ist jetzt die letzte Tankstelle, bevor man dann über die Brücke fährt, also die Insel verlässt. Und ja, da tun wir jetzt ein bisschen was essen. Und hier, das ist natürlich so ein Laden. Normal halten hier halt die Busse auch und so, aber die gibt es ja momentan nicht. Und dementsprechend ist hier sogar zu, die Pharmacie. Rentiert sich halt wahrscheinlich nicht. Ja, und wir gehen jetzt was essen hier und dann fahren wir nach Khao Lak. So, tun wir hier schön was essen. Noch Kai Dao, noch ein Ei dazu. Naja, alles schon fertig. Fertig und alles frisch, ne? Wird ja am Tag gemacht. Ja, super. Danke dir. So, ich bin jetzt mit dem Richard hier in Khao Lak vorm Emerald Beach Resort. Daneben ist dann das Merlin und noch weiter oben ist das Eden Resort, wo ich da vor, ist ja schon wieder fast einen Monat her, wie ich da geschlafen habe. Ja. Zeit vergeht wie im Flug. Und man merkt, die Hochsaison hat angefangen, es ist Anfang November. Hier hat ein Laden auf, die versuchen Reise zu verkaufen. Also die sind optimistisch. Naja gut, es kommen ja immer ein paar Thailänder her, die werden ja dann doch ein bisschen was buchen. Massage haben wir hier. Na, sind alle ausgelastet, wie man sieht. Schwer am Arbeiten. Ich glaube, hier ist gar keiner. Da ist gar keiner, Richard. Die haben nur ein bisschen so Macht, als wie wenn sie auf hätten. Und hier der Hund, der schläft auch schön bequem da. Die Thai-Hunde haben die Straße wieder für sich zurückerobert. Keine Busse, nichts. Hier eine Bar, ein kleiner Minimarkt mit wahrscheinlich auch ein paar Zimmern, denke ich mal. Natürlich auch leer. Ah, das ist all one, ne? Ach, der Minimarkt ist offen, die habe ich auch nicht sitzen sehen gerade. Ich bin doch gerade schon. Ach, die lag da. Ach, die haben wir aufgeweckt. Die schön ausgeruht. Sabaydi. Mi Hong Dua, ja? Mi Hong? No. Only sleep. Supermarkt Water Laundry Service. Das ist die Hundegang hier. Ich bin noch nie vor einem Hund angegriffen worden in Thailand. Höchstens mal ein Vorbeifahren auf dem Moped, ne? Dass er dich dann erschreckt. Aber da, wenn die mich so erschrecken, da bin ich aber auch sauer, du. Das kann ich nicht leiden. Ja, und wo sind wir jetzt genau? Merlin Beach. Merlin Beach. Khao Lak South. Khao Lak South. Ja, also wie man sieht, ne? Alles ruhig hier. Taxi-Parkplatz, da stehen sonst 20 gleichzeitig. Ja, ja, da ist alles leer. Ne? Schau mal, alles da. Leer. Dass man uns mal ein bisschen sieht, wie wir da so schön entlanglaufen an dieser touristischen Meile. Ja. Also normal jetzt Anfang November wäre hier schon was los, oder? Ja, aber wie? Ja, ne? Wir haben ja Anfang November. Mir kommt es ja manchmal vor, mir ist gar nicht wie November, ne? Weil halt echt keine Leute da sind. Phuket, there is no tailor shop open. You are the only one I see open. I am the only one person in Khao Lak and in Phuket. In lockdown, I make a business of 6,000 baht too. That's very good. Actually, the business was 12,000. Then the gentleman came and then said, I don't want to get anything. This is here. So on the 16th of the June, he bought the jacket and I was ready to fitting and then he come to me and say, I don't want the jacket. I cancel this order. I just want for my wife. Should I have to talk with the embassy or the police? You don't. I say, I never deny. As you happy?
leave it this, I am going to pay for the, you have to be here. Because for 6,000, why you come with the MSCM? I didn't make any wrong thing with you. So he still has the same. So I'm the one who making lockdown also 6,000 baht business. Good. Okay, see you. Bye bye. Thank you. Ne? Neben ist ein Schneider, der hat zugemacht, so wie es ausschaut. Da ist nichts mehr drin. Ein bisschen was ist auch noch drin. Aber der hat auf viel Material. Du. Der hat eine gute Auswahl, muss ich sagen, an Materialien. Rioni, der hat mehrere Shops. Der da, ja. So, jetzt laufen wir mal kurz am Strand hier. Das ist ein bisschen matschig, aber das sind wir ja vom Hashlauf gewohnt. Hier ist doch okay. Ich mal. Müssen wir ein bisschen langsam laufen. Ah, da, hier riecht es gut. Da vorne hat es nicht gut gerochen. Da hat es so ein wenig so gestunken. Und daneben ist es. Das Emerald ist wohl da, ne? Wir hatten zuerst gedacht, dass die das zusammennehmen unter einem Rollt, aber das funktioniert so nicht, wenn du da die Straße zwischendurch hast. Wird separat betrieben. Wie man sieht, keine einzige Menschenseele hier am Strand. Da vorne ist ein Fischer oder was, ne? Im Wasser. Ich habe gedacht, das letzte Mal, wie wir da waren, da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber da sind wir anscheinend weiter vorne am Strand, ne? Nicht hier. Genau, hier sind wir runtergekommen. Doch, hier, ja. Ich habe gedacht, es wäre rechts weitergegangen. Das ist so, kann man sich täuschen. Aber hier haben sie ja alles so hingestellt. Da. Das scheint ja offen zu sein, der Bamboo Beach Club. Na, oder? Macht einen offenen Eindruck, oder nicht? Ach, das ist Khao Lak zu Beginn der Hochsaison 2020. Ne? So kann man sagen. Ja klar, die Hotels hier direkt am Strand mit den kleinen, zum Teil diese kleinen Bungalows, das ist schon schön. Das ist Emerald Hotel, direkt am Strand, da haben sie so kleine Bungalows hier. Da ist dann ihr Beach, Bamboo Beach Club, das gehört auch zum Emerald? Ja, ja. Gehört auch zum Emerald Hotel. Wir haben für heute Abend, da müssen wir reservieren, glaube ich, gell? Dass wir da einen Tisch kriegen. Nee. Also Richard meint, wir müssen nicht reservieren heute Abend. Ganz sicher nicht. Ja, das müssen die alles am Leben erhalten, ne? Das, ja. Das ist nicht vergammelt, ne? Wenn du es zumachst, was meinst du, wie schnell das alles modrig ist und so, ne? Das Gras und so ja. Wächst, ist gestrüppt. Das wäre in 3 Jahren alles überwuchert. Ja. Das ist aber ein interessantes Bild hier. Sehr, was ist das so? Mit Waffen und Drachen und kriegerisch irgendwie, hä? So aus einem Fantasy-Film. Ja, aber wirklich haben sie sehr sein wollen. Ja, und da ist der Kinderpool da dahinter. Ich denke, das kennen viele Deutsche, hä? Das Emerald auch. Das Wasser wird schön durchgezirkelt, da haben sie sogar Boote, schau, kannst da auch wahrscheinlich mit dem Boot ein wenig paddeln, wenn du willst. Sehr großzügig halt auch angelegt, ne? Ja, dann haben wir ja den Süden Khao Laks ein bisschen so, wie kann man sagen, durchgangen oder abgearbeitet. Interessantes Gespräch mit unserem indischen Schneider. War ja auch interessant, was er so von Corona hält, ne? Nünghong. Ja, das ist das Zimmer hier, das hat er uns jetzt gerade gezeigt. 600 Baht kostet es. Das ist okay, ne? Und ja, da werde ich dann heute Nacht bleiben, also das, da kann man nichts sagen. Ne? Schön großzügig, ist jetzt nicht direkt am Meer, aber das Meer ist gleich da vorne. Da müsst ihr sonst das Doppelte zahlen und das muss ja jetzt nicht sein, weil es ist schwierig genug gerade, Geld auszugeben, einnehmen tun wir eh nichts. Das ist das Problem, ne? Aber naja, 600 Baht die Nacht, das ist okay.